Christoph, was er gemacht hat. So, und jetzt noch Sebastian Ross Sollewort. Wieder mal Norwegen gegen Norwegen. Wieder mal diese Situation Christoffersen gegen Ross Sollewort. Sebastian hat ja in der Flachau gewonnen. Ja, und wenn er so einen Lauf auspackt wie im zweiten Durchgang in der Flachau, dann hat er auch einen riesen Vorsprung gehabt. Ja? Also bei dem ist alles zuzutrauen. Der kann jetzt damit der Sekundvorsprung unten enden, aber auch gleich draußen sein. Wenn er die Nerven hat. Ah, jetzt hat er sie. Er druckt. Der Ski läuft gut. Wir haben schon im Vorfeld gesagt, Pertl auf Völkl, er auf Völkl. Ross hat die Bestzeit gehabt, bis er ausgeschieden ist auf Völkl. Also der geht, der funktioniert, der Ski. Hält dagegen. Hat nichts verloren und nichts dazu gewonnen. So ist jetzt der Mann, den ich leicht favorisiere in diesem Abschnitt gegenüber Christoffersen. Wow, 700 Laus. Ja. Jetzt kommt der Mann, wie erwischt er das? Ja, ganz eng, da ist er einmal ausgerutscht, dann hat er das ganz clever rübergezogen. Wie viel Zug hat er drauf? Jetzt ein bisschen härter. Ich glaube, Christoffersen hat hier ein bisschen mehr Schwung mitgebracht. Aber er hat den Chauhi 37. Und wenn er jetzt wie unten raus tänzelt in der Flachau, dann ist es dann nicht mehr zu nehmen. Aber Christoffers ist da unten saustark gefahren. Aber das macht er auch. Er macht das auch. Schaut das auch die letzten Meter nach unten und er schlägt Henrik Christoffersen. Sebastian Voss Sollewag für Henrik Christoffersen. Norwegen 1, Norwegen 2. Also was ist denn hier bei diesem Rennen los? So, und jetzt wird aber dort unten trotzdem noch mehr Stimmung aufkommen, während wir erst einmal Sollewag genießen, denn es steht ein Lokalmatador dort oben. Da Alex Finazzer steht jetzt oben aus dem Grödnertal, der Südtiroler, der sympathische Südtiroler, den wir wirklich jetzt auch wünschen, dass er in dieser durchwachsenen Saison, die er hatte, hier voll einen runter nach Prinz. Sollewag, der am Anfang der Saison reihenweise ja ganz vorne dabei war nach dem ersten Durchgang, es nie runtergebracht hat, also den Sieg runtergebracht hat, den hat er immer auf der Schaufel gehabt, auf die Skischaufel. In Flachau ist es dann gelungen und seitdem glaubt er, dass er gewinnen kann. Und genau das hat er jetzt umgesetzt. Ein fantastisch fahrenden Christoffersen unten noch einmal ab 2 Zehntel abgeknappert. Also Gratulation. Ja. Wenn er das jetzt runterbringt, dann ist er der coolste Kärntner, den ich kenne. Vor Klammer. Ja, stimmt. Entschuldigung. Franz, Entschuldigung. Das ist ja ein Majestätsbeleidigung. Ja, wollte gerade sagen, vor Klammer. So, Norwegen liegt sich in den Armen. Norwegen weiß, man hat relativ sicher 2 Medaillen im Sack. Aber jetzt Österreich. Vor der Geschichte, Adrian, vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Kleiner Rutscher, frech vor, im ersten Durchgang, riskier als. Ja, fährt ein bisschen, er hält ein bisschen zurück, ganz leicht, aber nur ganz leicht. Was sagt die Zeit? Da zählt er jetzt, ja, 2300. Sah so aus. Der fährt es jetzt kontrolliert, im ersten hat er alles, hat er hasardiert, jetzt fährt er es kontrolliert, er weiß, er kommt jetzt ins Dach. Jetzt geht es besser, schau hin, da ist er ganz kurz durchgeschlängelt. Ja, nach der Kante ein bisschen hart gewesen. Also jeder Schwung muss jetzt sitzen. Wir haben nur 1600 zu Vorsprung. Jeder Schwung muss sitzen. Kein Fehler mehr erlaubt. Ja, schiebt den Innenski nach vorne. Schau mal, wie die Schaufel da nach vorne geht. Also er ist auf Angriff programmiert. Und es 700. Sind 7 Minuten. Jetzt wird es ganz, ganz knapp. Ja, Sollewag ist unten stark gefahren. Sollewag unten ganz stark. Und wenn er sprengt er das norwegische Double da vorne. Das kann er sprengen. Sollewag. Außer er zaubert jetzt noch. Nein. Er kommt zwar ins Ziel und es reicht nicht. Es ist die Silbermedaille für Österreich. Es ist tatsächlich der Weltmeistertitel. Der Weltmeistertitel für Sebastian Voss Sollewag. Ich glaube nicht, dass jetzt von den anderen, die nicht in gestürzter Reihenfolge gefahren sind, nochmal einer rankommt. Und somit zieht er mit großen Namen gleich. Und zwar der Reihe nach Stein Eriksen 1954. Dann Tom Stiansen, ja. Tom Stiansen 97 und natürlich 1993. Schätzel André Amott. Der hat alles gewonnen. Gratuliere und dann Sebastian Voss Sollewag, was ja auch noch so eine schöne Geschichte ist, der so lange auf seinen ersten Sieg gewartet hat und er wird Weltmeister. Ja, ist doch super gut. Aber man muss dann auch wieder, wir haben das gesagt, aufs Material zurückkommen. Ja? Mhm. Und wir haben das auch bei Stefano Groß gesehen, der dann auch Völkl fährt. Ja? Und die sind einfach, muss man ehrlich sagen, wenn es so einen Firnschnee hat, dann sind die einfach klasse, die Ski. Und das, aber deswegen musst du das fahren, du musst das ausnutzen. Und die anderen Ski sind ja nicht wesentlich schlecht, aber es sind so ganz kleine Vorteile, wo man einfach abwarten muss. Gratuliere!